Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hygienebox von TimeMatic. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hygiene von TimeMatic, das Ganze heute am 5. April 2019 erschienen. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So, einmal hier einstechen. Dann öffnen wir das Ganze mal. So, wir haben hier eine weiße Box. Hier oben lesen wir in schwarzer Schrift TimeMatic. Eben diesen haben wir dann hier abgebildet, wie man ihn kennt, mit Cap und Bandana. Und links und rechts haben wir dann zwei Hyänen mit aufgerissenem Maul, passend zum Albumtitel. Rechts gibt es dann noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch und darunter lesen wir dann noch Limited Edition Box. Jawohl, hier lesen wir auch nochmal Hyäne, genauso wie hier und hier. Und hier oben auch nochmal, also rundum Hyäne. Und auf der Rückseite haben wir dann noch einen TimeMatic Schriftzug. Und dann hier noch die Credits zum Album und einen Barcode. Alles klar. Gut, das Ganze ist eine reguläre Klappbox, die sich dann hier aufklappen lässt. Und dann kommen wir zum Boxinhalt. Wir haben hier einmal eine Cap. Dann haben wir ein Bandana. Das Album an sich. Dann die Bonus-EP, die Battle-EP, sowie eine Bonus-DVD. Von innen die Box glatt weiß. Klappen das Ganze mal wieder zu und machen die Box zur Seite. So, nachdem hier drei Inhalte noch in Folie eingeschweißt sind, werden wir die hier mal auspacken. So, wir haben hier einmal die DVD. Am besten immer bei diesen Nahtstellen, also wo das Ganze so eine Schweißnaht hat. Da lässt sich das Ganze dann immer am besten öffnen. So. Also einmal die DVD. Dann haben wir die Bonus-EP. Auch die werden wir wieder schauen, dass wir sie hier an der Schweißnaht öffnen. So. Und dann als letztes das Album. Das schneiden wir einfach hier oben rein. Gut. So, aber jetzt haben wir alles aus der Folie. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. TimeMatic Hyäne lesen wir auch wieder hier. Rechts unten gibt es wieder den Verbraucherhinweis auf Englisch. Also das CD-Cover, das Albumcover ist ident wie auch das Boxcover designt. Wir haben hier ein Standard Jewel Case. Hier auf der Seite zieht sich so ein weiß-schwarzer Strich durch. Hier lesen wir dann auch nochmal Interpret plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben insgesamt 15 Tracks an der Zahl und wir haben Features von Julian Boss, Mysep, Reportagen, Zarus, Kenzu und Nulik. Okay, also die letzten drei Herren hier, muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich nicht. Die letzten drei Feature-Gäste. Dann haben wir rechts auch wieder Credits und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Es ist das Debütalbum von TimeMatic. Ursprünglich war es ja schon angekündigt im Februar, ich glaube für den 15. Februar. Hat sich dann ja allerdings etwas verschoben aufgrund von JBB 2018. Und wie wir ja mittlerweile wissen, hat er dieses auch gewonnen gegen die Ente. Gratulation an dieser Stelle. Dann haben wir hier die Tracks nochmal mit der Info, wer das Ganze produziert hat. Okay, also hier nochmal alle Beatproduzenten angeführt. Dann haben wir hier ein Foto, TimeMatic hier mit Trainingsanzug, Cap und Bandana.
weitere Aufnahmen, dann weitere Tracks, also die letzten Tracks hier auch nochmal mit den Infos, wer gefeatured wurde bzw. wer produziert hat. Dann haben wir hier zum Abschluss noch die Infos zu den ganzen Beteiligten. Wer hat hier sonst noch so mitgewirkt? Jawohl. Und hier zum Abschluss nochmal ist die Frage, was das ist. Sieht irgendwie so aus wie Felgen. Aber vielleicht ist auch was anderes, keine Ahnung. Also für mich sieht es auf jeden Fall aus wie Felgen. Und hier lese ich dann auch nochmal Time-Medic. So, dann packen wir das Ganze mal wieder in die Hülle und kommen zum Album bzw. zur Album-CD. Die sieht so aus, wie auch schon das Albumcover gestaltet. Jawohl. Und auf der Rückseite haben wir dann auch wieder den Interpreten, schwarz vermummt, wie man ihn kennt. Als nächsten Boxinhalt haben wir einen weiteren Boxinhalt, der sich mit Musik befasst bzw. Musik beinhaltet. Und zwar ist das die Battle EP. Kommt in einer Papphülle und wir haben hier 9 Tracks mit drauf. Also 9 Tracks aus diversen Battle-Runden. Hier sehen wir schon JBB 2015 und JBB 2018 Runden werden hier angeführt. Und hier zum Abschluss auch nochmal Credits. Das Ganze geht dann hier seitlich auf. So sieht dann die Album-CD aus. Hygiene, Time-Medic, Battle-EP lesen wir. Und das Ganze kommt in einem Digisleeve in einer Papphülle. Und als dritten Inhalt, also als dritte CD bzw. als DVD, haben wir dann noch diese rote Hülle hier. Time-Medic Bonus DVD. Kamera und Schnitt, okay. Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, was sich auf dieser DVD befindet. Ich weiß nur, dass sie ungefähr 20 Minuten Spielzeit hat. So sieht die aus, in Rot und Weiß gehalten. Das Ganze kommt, wie auch die Bonus-EP, in einer Papphülle. Somit haben wir insgesamt 24 Tracks, 15 auf dem Album und 9 auf der Bonus-EP. Dann mit dabei eine Cap. Das Ganze in Schwarz und Weiß gehalten. Hier vorne lesen wir Hyäne in dieser klassischen Schriftart. Das Ganze ist so eine reguläre, ganz normale Cap, wie man sie kennt. Und hier hinten haben wir dann einen Metallverschluss, so einen Riemen, um das Ganze dann in der Größe anzupassen. Also je nachdem, was für eine Kopfgröße ihr habt, könnt ihr dann hier entsprechend größer und kleiner machen. So sieht das Ganze von innen aus. Und wir haben es bei dieser Cap zu tun mit, was lesen wir hier? Beachfield Original Headwear. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Und wo haben wir es? Made in China. Grüße gehen raus. Und als, und hier oben haben wir dann noch ein Etikett, Beachfield Original Headwear. Okay. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Bandana mit dabei. Dieses ganz schlicht in Schwarz gehalten. Allerdings nicht komplett in Schwarz, sondern wir haben hier im unteren linken Eck in diesem Fall noch eine Unterschrift. Also hier mit weiß bzw. ja, so grauem Stift unterschrieben, Time-Medic. Also das Bandana in Schwarz und hier eben unterschrieben. Kleine Info zu diesem Bandana, denn es gab 2 Gewinnspiele in Verbindung mit Bandanas in dieser Box. Und zwar gab es einmal das Time-Medic Bandana, also wenn ihr dieses Bandana in eurer Box vorfindet in dieser Musterung, dann habt ihr mehr oder weniger den Hauptgewinn gezogen, denn dann bekommt ihr ein Feature und auch ein Video mit Time-Medic. Und dieses Video wird produziert von Venom Pictures, die auch seine Videos produzieren. Und es gibt auch dieses, was ich jetzt habe, dieses reguläre Bandana, allerdings mit goldener Unterschrift. Also wenn ihr hier nicht diesen Weiß-Grau-Ton habt, sondern entsprechend mit goldenem Stift die Unterschrift vorfindet, dann habt ihr eine von 10 Gold-Bandanas quasi gewonnen. Und das ist ein Backstage-Pass für euch und Begleitung. Und da könnt ihr euch dann bei der kommenden Tour einen Tourtermin aussuchen und dann eben ihr Soundbegleitung Backstage zu Time-Medic.
Dieses Bandana ist ein Myrtle Beach Headgear und das Ganze ist, wo haben wir es, die Materialien, hier lesen wir 3% Baumwolle und 7% Polyester und ist, wo haben wir es, auch hier wieder Made in China. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Bandana, wie gesagt, zu diesem Bandana diese beiden Gewinnspiele verknüpft. Dann haben wir die Cap in schwarz und weiß gehalten, hier vorne mit Hyäne Aufstieg. Die DVD mit 20 Minuten Laufzeit. Die Battle EP mit 9 Bonustracks aus JBB 2015 und JBB 2018. Sowie natürlich das Album an sich, Hyäne im Standard Jewel Case mit insgesamt 15 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Hyäne von Timematic. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Timematic unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.